Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 an der Fleischtheke. Was darf's denn sein? Nein, der war gemein. Wir können weiter. Und zwar durch diesen Sumpf. Verschiedene Blätter davon sind gemein, andere nicht. Obwohl andere auch. Aber sie werden halt dazu gezwungen, standzuhalten. Unter anderem zum Beispiel dieses Blatt. Da ich die alle nicht auswendig weiß, hat uns Eidos aber etwas gegeben, und zwar die Sumpfkarte. Vielleicht habt ihr es nicht gesehen, aber auf der Rückseite steht auch was. Da steht nämlich: Hey, lieber Kunde! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf von Tomb Raider 3! Ihr Leben ist so gut wie zu Ende! Oh, ja genau, sei verbuggt. Das ist super. Das ist genau, was ich wollte. Ja, ich würde sagen, aus irgendeinem Grund... Ja, das ist perfekt, das raubt mir den Atem. Ich bin... Oh Gott. Ich bin tot. Macht aber auch nichts. Doch. Es tut weh. Oh Gott. Ich resigniere. Warum habe ich das getan? Man kann es vielleicht nicht sehen, aber ich hänge jetzt kopfüber vor meinem Fernseher. Vielleicht kann ich so besser spielen. Vielleicht ist das der Trick. Der Trick, warum andere es so gut können und ich nicht. Nee, es liegt daran, dass ich ein Noob bin, aber wen kümmert's? Okay, kopfüber spielt es sich eigentlich ganz gut bis jetzt. Oh Gott. Okay. Nein, wollte ich nicht. So. Das hier ist wieder einer der tollen Diagonalsprünge. Es müsste dieses Blatt sein. Und wir springen. Wobei es für mich so aussieht, als würde Lara kurz vom Boden weggestoßen. Vom Himmel weggestoßen. So, schauen wir auf die Karte. Ich drehe mich wieder um. Schauen wir auf die Sumpfkarte. Puh, links von mir. Sorry für diesen kleinen Anfall, aber... Es ist nicht das leichteste Spiel aller Zeiten. Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Gut, dieses Blatt müssen wir überspringen. So wie ich gerne Level überspringen würde und alle, die danach kommen. Aber es geht nicht. Okay, jetzt sind wir hier. Was gibt es denn noch so? Es gibt weitere Blätter, wen wundert das? Die sind im Prinzip genauso angeordnet, dass man durch Zufall nicht darauf kommt. Und immer ins Menü gehen muss, um die Karte aufzurufen. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Dreh dich um. Dreh dich um. Du bist noch hoch genug. Du bist... Du schaffst das. Yes, we can. Okay. Wäre ein gutes Wii-Spiel. We can. Steuere Barack Obama. Geradeaus. Sorry. Geradeaus. Wird nicht mehr vorkommen. Ich hasse es. Das ist falsch. Ich hasse das Spiel nicht, aber ich hasse es halt. Das ist was ganz anderes. Das sind zwei verschiedene Dinge und jetzt lasst mich. Okay, hier rüber. Dann darüber und von da aus sollten wir dann problemlos dorthin kommen, wo wir sterben. Also, egal wohin. Ja, ich würde sagen, der Karte nach zu urteilen, ist das da das letzte Blatt. Oh. Cool, die Karte hat mich nicht belogen. Da ist was. Da ist ein Höhleneingang. Aber das Blatt ist nicht verzeichnet. Was soll ich tun? Das Blatt ist nicht verzeichnet. Das Blatt ist auch gar nicht mehr auf der Karte drauf. Ich wage es einfach mal, okay, Leute? Ich wage es. Boah, geil. Hier finden wir dann... Was ist das? MP4,9 Munition. Und, ja, Leute, die ich nicht auskenne, nennt es halt MP5. Und hier runter auf das Blatt. Finde ich echt komisch, dass diese Blätter so viel aushalten. Vielleicht liegt da ein Stein drunter. Was? Was? Lara, nein! Nein! Du schaffst das! Ach so, in Treibsand geht man ja auch so schnell unter. Ja, klar. Das ist absolut logisch. Du gehst dahin und bist schon unten. Nur weil du so eine fette, scheiß
Markennamen-Tussi bist. Okay, aber wen kümmert das? Ja, mich. Wisst ihr mich? Das übrigens der Ladescreen, links sehen wir einen Dinosaurier, weist darauf hin, dass Dinosaurier in diesem Level sind. Und Plüschhasen. Aber vor allem Dinosaurier. Oh Gott. Ich frage mich immer noch, was mich damals als Kind dazu geritten hat, das Spiel zu spielen. Nee, es erschien mir leicht. Nein, nicht wirklich. Aber irgendwie möchte das Blatt uns nicht aufnehmen. Dabei ist es das Blatt, das auf der Karte steht. Aber dieses Mal möchte es uns nicht aufnehmen. Vielleicht hat jetzt kurz das Blatt der Urlaub und ein anderes ist eingesprungen. Ja, das hier. Warum denn? Diese Karte ist so scheiße. Gott, laden wir nochmal. Wir haben Zeit. Absturzstelle. Das passt. Das passt. Der Name passt sowas von. In diesem Level ist auch der Raketenwerfer. Also, ich bin darauf hingewiesen worden, dass es noch einen Raketenwerfer gibt. Und hab mich dann auch mehr oder weniger daran erinnert, dass entweder in diesem oder im Puna keine Spoiler oder in einem weiteren Level ist. Ich denke aber eher, es ist dieses. Würde zu diesem Level passen, denn eigentlich ist dieses Level nett, bis auf die Blätteraktion hier. Ach, typisch. Der grüne Daumen. Das ist, was mir fehlt. Besser ein Daumen weg als ein Bein weg. Hallo, Typ in der Hütte. Nein, das ist gemein. Schaffst du das? Warum schaffst du es jetzt schon wieder nicht? Ich kapiere das nicht. Ich will es auch nicht kapieren, denn es gibt nicht viel zu kapieren. Ja, ich melde mich zurück, wenn ich drüben bin. Ist euch schon mal was aufgefallen? Ich spiele das Spiel hier seit Stunden und bis jetzt habe ich vielleicht 10% dieses Höllenweges überhaupt darüber nachgedacht, es tatsächlich in die Aufnahmen zu beziehen, weil der ganze Rest einfach nur Epic Fail ist. Und das Schöne ist, ich habe kein Speicherkristall. Heißt, wenn ich da drüben bin und da drüben sterbe, dann sterbe ich auch im echten Leben. Nein, dann muss ich das hier nochmal machen. Und das macht mir so viel Spaß. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wie man Spaß schreibt. Höchstens auf Ägyptisch. Lara könnte es bestimmt. Rein der Logik nach zu urteilen, muss das da hinten das richtige Blatt sein. Geil! Ich habe Logik gesagt und bin nicht verreckt. Obwohl es Tomb Raider 3 ist. Vielleicht kommt als nächstes dieses Blatt. Was? Was? Das ist das Blatt auf der Karte! Guckt euch das an. Ich bin doch jetzt. Warum? Warum ist das Blatt jetzt nicht das Blatt, das das Blatt ist? Wir heißen herzlich willkommen im Lara Croft U-Boot, das jederzeit untergehen kann. So wie zum Beispiel in 3, 2, 1, 0, minus 1. Okay. Sie durfte ja nicht recht behalten, deshalb musste sie bei minus 1 sterben. Minus 1 Grad Celsius. Nein, Fahrenheit. Apropos Fahrenheit. Fahr zur Hölle. Und sei dort heiter. Okay. Willkommen in meinen bescheidenen vier Wänden. Ich melde mich zurück, wenn ich drüben bin. Ich gebe der Sache noch eine Chance. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Das da ist das Blatt. Die drei ersten Blätter kennen wir ja eigentlich schon. Dann schauen wir auf die Karte. Die Karte zeigt uns das Blatt direkt neben uns. Wir sind bei dem dritten X von unten. Das linke von den beiden gleich hohen. Die beiden X sind auf gleicher Höhe. Das heißt, beide haben für die gleiche Partei gestimmt. Die Partei heißt
Core Design und macht uns fertig. Aber wir haben damit kein Problem, weil wir uns mit politischen Dilemmen sowieso nicht so auskennen und Theater sowieso nicht und springen hier rüber. Okay, ohne Theater. Kein Drama. Warte. Das zeigt uns doch jetzt definitiv nach links zu springen. Selbiges tut doch definitiv die Markierung hier. Ja, es hat geklappt. Gut, wir leben noch. Finde ich toll, finde ich hervorragend, finde ich absolut genial. Und ich weiß nicht, ich habe einen T-Rex in Erinnerung. Mal ganz offen, das kann kein Spoiler sein, weil ich keine Ahnung habe, ob es den gibt oder ob der im nächsten Level kommt. Das Hintergrundbild gefällt mir übrigens ziemlich gut.